Willkommen zurück bei Startblock 07 und weiter mit aktuellen News vom TVB Stuttgart. Johannes Bitter wird, wie schon länger spekuliert wurde, den TVB Stuttgart im Sommer nach 5,5 Jahren verlassen. Wohin es den Weltmeister von 2007 zieht, ist allerdings noch offen. Im Raum stehen der FC Barcelona und eine Rückkehr zum Handballsportverein nach Hamburg. Auch von der ganzen Emotionalität, von den Leaderqualitäten werden wir Yogi nicht 1:1 auf der Torhüterposition ersetzen können, sondern das habe ich auch gestern an die Mannschaft schon adressiert. Das muss vor allen Dingen, was das Thema Führung und Emotionalität betrifft, das muss dann im Sommer die ganze Mannschaft übernehmen. Ja, da müssen sich andere Spieler rauskristallisieren, die hier einen Part mit übernehmen. Aber nochmal, Handball ist ein Mannschaftssport und als Mannschaft können wir das lösen, auch wenn wir wissen, dass es nicht einfach wird. Aber nochmal, ja, wir reden natürlich jetzt über die Zukunft. Deshalb haben wir das auch, wir haben jetzt gestern nochmal mit der Mannschaft alles besprochen. Wir wollen uns dann ab heute eben auf das letzte halbe Jahr auch gemeinsam mit Jogi dann jetzt konzentrieren. Ab Sommer wird dann der 25-jährige Schwede Tobias Thulin zwischen den Pfosten des Stuttgarter Bundesligisten stehen. Thulin spielt seit 2018 beim Bundesliga-Konkurrenten SC Magdeburg und feierte bereits 2017 sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft. Beim TVB Stuttgart bekommt er einen 3-Jahres-Vertrag. Eines der größten Talente in Schweden hat auch schon Länderspiele für Schweden gemacht, war in der Zeit vor Magdeburg. Auch sicherlich der herausragende Torhüter in Schweden und wurde da sicherlich auch als eines der größten Talente in Europa gesehen. Hat jetzt sich in Magdeburg doch nicht ganz so leicht getan, das muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz glauben wir an sein großes Potenzial und glauben, dass er jetzt in ein neues Umfeld kommt, in eine neue Rolle kommt, dann bei uns den nächsten Schritt machen kann und wir dann viel Freude an ihm haben werden. Das Torhüter-Duo bildet Thulin dann zukünftig mit dem erfahrenen Primož Prost. Der 37-Jährige hat seinen Vertrag bis Sommer 2022 verlängert. Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Ich denke auch, dass er in der kommenden Saison danach eine größere Rolle für uns spielen wird, wie jetzt zusammen mit Yogi. Und er eben mit seiner Erfahrung auch dem jungen Tobias Thulin da einfach unterstützen kann. Mit diesen Personalentscheidungen haben die TVB-Verantwortlichen ein bisschen für Ruhe gesorgt. Schließlich steht am Samstag das extrem wichtige Heimspiel gegen den Aufsteiger Coburg in der Porsche Arena an.